In Spectrum, der Podcast aus der deutschsprachigen A-Spec Community. Hey, hier ist Getz. Ich melde mich kurz aus dem Schnitt mit einigen Inhaltshinweisen. Wir sprechen in dieser Folge über das Thema Trauma und Traumafolgestörungen. Und in diesem Zusammenhang sprechen wir auch unter anderem über häusliche Gewalt, selbstverletzendes Verhalten, sexuelle Gewalt, Panikattacken und eben auch die Beschreibung von verschiedenen Symptomen von Traumafolgestörungen. Genauere Angaben darüber, wann wir über was sprechen, findest du in den Shownotes und dort findest du auch Notfalladressen, wo du dich hinwenden kannst, wenn du merkst, dass dich das psychisch gerade überfordert oder intensive Gefühle auslöst. Und wir möchten dich ermutigen, dass du, während du die Folge hörst, gut zu dir schaust und wenn du merkst, dass es zu viel wird, die Folge pausierst, Elemente überspringst oder vielleicht dann einfach die nächste Folge hörst. Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von In Spectrum. Diesmal haben wir das Thema A-Spec und Traumata. Wenn ich mich kurz vorstellen darf, ich bin Noah und ich sehe mich als Ace und demiromantisch und ich komme aus Deutschland. Hallo auch von mir, mein Name ist Getz. Ich bin eine weiße Cis-Frau aus der Schweiz. Ich nutze Sie-Pronomen und ich bin Aro und Ace. Und mit hier bei uns ist diesmal auch Tenna. Tenna, magst du dich gerade vorstellen? Ja, hallo, ich bin das Tenna, komme aus dem Saarland, bin auf dem asexuellen Spektrum und normalerweise hier für die Zeichnungen zuständig, für Aaron und Essie. Genau, und auch schon seit ganz am Anfang bei uns im Redaktionsteam mit dabei. Genau. Wir sprechen heute über das Thema A-Spec und Traumata. Und der ursprüngliche Input oder der Wunsch, das als Thema auch mal im Podcast zu behandeln, kommt von dir, das Tenna. Magst du darüber ein bisschen was sagen, was dich dazu bewegt hat, das einzubringen als Thema? Also zum einen war mir halt, es ist immer wieder angesprochen worden, dass Leute, die zum Beispiel Traumata erlebt haben oder zum Beispiel eine Behinderung haben oder farbig sind oder eben nicht diesem Goldstandard von A-Spec-Personen entsprechen und deswegen halt auch oft in den Medien nicht vertreten sind, oft nicht für Interviews gefragt werden, weil dann gerne, weil es dann einfacher sei, diese Leute zu hinterfragen und die Identität der Leute zu hinterfragen. Gerade bei Traumata ist das halt, wurde das als Problem gesehen. Und dabei gibt es natürlich auch in der A-Spec-Community Leute, die Traumata haben und die sich aber auf diese Art und Weise dann teilweise nicht trauen, über ihre Erfahrungen zu sprechen, diese Erfahrungen in die Community mit einzubringen. Und ihre Sichtweise halt auch darzustellen, die dann quasi auch innerhalb der Community immer wieder ein bisschen Angst haben, offen zu reden. Und das sollte eigentlich nicht sein. Und was eben auch nicht sein darf, ist, dass quasi von außen gesagt werden darf, wer das Gefühl vermittelt werden darf, wer quasi sich als A-Spec sehen darf oder wer nicht. Na, also das war mir halt, also das ist mir aufgefallen und das fand ich nicht in Ordnung. Genau, und hierzu möchten wir mit dieser Folge auch einen Beitrag leisten. Wir werden uns anschauen, was genau Traumatisierung ist und was das auch vom Erleben her bedeutet, wie unterschiedlich das sein kann. Und dann schauen, wie verhält sich das zu A-Spec-Identitäten und eben wie wird das auch im der Diskussion um A-Spec oder in der Diskussion um Traumatisierung, wie werden die beiden miteinander verhandelt und welche Probleme gibt es daraus, welche Chancen. Und ich denke, heute ist uns sehr, sehr wichtig, einfach auch zur Entstigmatisierung von psychischen Erkrankungen mit beizutragen.
Begriffsklärung. Das Wort Trauma kommt ursprünglich aus der Medizin und bezeichnet dort eine körperliche Verletzung. In dieser Folge sprechen wir aber über psychische Traumata, also psychische Verletzungen, die entstehen können, wenn ein Mensch intensive Hilflosigkeit und Bedrohung erlebt. Diese psychische Not kann kurz- und langfristige emotionale, kognitive und körperliche Reaktionen und Einschränkungen auslösen. Kurzfristig fühlen sich Menschen zum Beispiel emotional betäubt oder können sich nicht gut konzentrieren oder manchmal erinnern sie sich auch nicht mehr an das, was passiert ist. Längerfristig kann Traumatisierung zum Beispiel zu wiederholtem Erleben, sogenannten Flashbacks eines Ereignisses führen, kann Albträume, Schlafstörungen oder übermäßige Schreckhaftigkeit auslösen. Dabei sind die hier aufgezählten Symptome oder Reaktionen nicht vollständig, sondern sollen nur so illustrativ einige wenige dieser Reaktionen aufzeigen. Menschen reagieren dabei auf ähnliche Situationen unterschiedlich, je nachdem, wie sie die Situation erleben. Oder anders gesagt, nicht alle Personen, die etwas potenziell Traumatisierendes erleben, werden psychisch traumatisiert. Gerade haben wir uns ja den Begriff Trauma versucht ein wenig zu nähern. Deswegen wollen wir jetzt gerne überleiten zu unseren persönlichen Erlebnissen. Und deshalb die Frage an euch, was ist euer persönlicher Bezug zu dem Thema? Also mein persönlicher Bezug ist tatsächlich, dass ich Traumaopfer bin, also von verschiedenen Dingen aus verschiedenen Bereichen. Und deswegen halt auch Probleme habe. Und ein anderer Bezug ist, dass ich wegen dieser Tatsache auch schon mal für ein Interview über das Thema Asexualität abgelehnt wurde als Interviewpartnerin. Jetzt, wie ist das bei dir? Ich bin selber seit 3 Jahren jetzt in psychiatrischer Behandlung wegen einer komplexen posttraumatischen Belastungsstörung. Das schränkt mich auch in meiner Arbeit und in meinem Alltag oft ein. Oft ist es, merke ich sehr wenig davon, und es kommt aber doch immer wieder vor, eben, dass es, mich sehr stark oder sich sehr stark auswirkt, auch in meinem Alltag. Wie gesagt, ich habe eine komplexe posttraumatische Belastungsstörung. Das heißt, dass ich auch nicht ein klares Traumaereignis jetzt ausmachen kann, sondern das hängt sehr stark auch mit der Kumulation von Erfahrungen zusammen. Ich bin auch im Zusammenhang mit meiner Arbeit, habe ich immer mal wieder mit dem Thema Trauma zu tun. Und zwar ist es so, dass ich für eine Organisation arbeite, die Weiterbildungsprogramme organisiert für Psychiater, Psychologen und dann auch weitere Personen aus dem Helfernetzwerk. Und in diesem Zusammenhang habe ich mich auch recht ins Thema eingelesen. Also mein persönlicher Bezug ist, ich habe etwas erlebt, was potenziell traumatisch sein könnte, mich aber zum Glück nicht nachhaltig beeinflusst. Und ich kenne halt auch Menschen in meiner näheren Umgebung, die eben traumatisiert sind. Mit den verschiedenen Sachen, die wir jetzt schon erzählt haben, wird auch schon bereits ein bisschen sichtbar, wie unterschiedlich es sein kann. Damit ihr euch auch ein bisschen mehr ein Bild davon machen könnt, wie das im Alltag aussieht und wie wir das erleben, möchten wir jetzt ein Stück mehr auch unsere eigenen Geschichten erzählen. Und ich würde dich bitten, Tenna, magst du ein bisschen darüber erzählen, wie das bei dir angefangen hat und woran du das auch gemerkt hast, woran du es festmachst? Gerne. Also das erste traumatische Erlebnis, was ich glaube nennen kann, war mit 10,5, das war 1993 tatsächlich. Da haben mein Bruder und ich noch bei meiner Mutter gewohnt und ich bin quasi Zeugin geworden, wie der damalige Lebensgefährte meiner Mutter meinen Bruder wegen einer wirklich Kleinigkeit verprügelt hat. Also ich habe meinen Bruder schreien hören und wollte Hilfe holen bei meiner Mutter und sie hat halt nicht geholfen.
Und das hat mich dann halt als Kind völlig ohnmächtig zurückgelassen. Und ich habe das aber halt damals einfach, wie soll ich sagen, ich habe mich selber ein bisschen dafür gehasst, dass ich hilflos war. Ich habe meine Mutter dafür gehasst. Und ich habe aber nicht realisiert, dass ich halt dadurch Probleme entwickelt habe. Also ich habe einige Jahre später mit Selbstverletzung angefangen. Ich habe tatsächlich ich habe hochaggressives Verhalten gezeigt. Also bin bei der kleinsten Kleinigkeit ausgeflippt und habe Leute verprügelt und war insgesamt halt auch sehr aggressiv. Und ja, also das so im Nachhinein weiß ich halt, dass das halt ein nicht verarbeitetes Trauma war. Und da falle ich halt manchmal immer noch hin zurück. Also wenn ich mitbekomme, dass Leute schreien und so, das ist für mich echt unheimlich schwierig. Und das Zweite, was ich konkret benennen kann, war dann so mit 18, da hatte ich gerade angefangen, den Führerschein zu machen, und da hat mein damaliger Fahrlehrer mich mehrfach genötigt und belästigt und halt begrapscht, und irgendwann ging es dann halt ja ziemlich weit, und das hatte ich halt auch lange Zeit. Ich habe mir dafür die Schuld gegeben, weil ich ja mich nicht gewehrt habe, weil ich halt völlig erstarrt war bei der ganzen Sache und irgendwann halt auch nachgegeben habe. Und ja, und da ging das halt dann auch wieder los mit, dass ich dann monatelang mich komplett vergraben habe, also teilweise auch nicht mehr kreativ arbeiten konnte, dass ich immer unsicherer wurde, dass ich teilweise während irgendwelcher Referate Blackouts hatte plötzlich. Aber ich habe das halt auch versucht irgendwie zu vergraben. Und das hat aber auch massiv mein Verhalten, gerade männlich gelesenen Personen gegenüber, verändert. Also wenn die dann von da an Interesse an mir gezeigt haben, habe ich teilweise für meine Verhältnisse hypersexuelles Verhalten an den Tag gelegt. Also ich habe dann teilweise auch versucht, das in diese Richtung zu forcieren. Was genau, aus welchen Gründen, also was mir dann dabei durch den Kopf ging, weiß ich nicht, aber das ist definitiv eine Folge dieser Ereignisse damals. Und das habe ich erst vor ein paar Jahren richtig aufgearbeitet und endlich mal aufgehört, mir selber dafür die Schuld zu geben, was dann dafür gesorgt hat, dass ich halt erst seit ein paar Jahren tatsächlich richtige Flashbacks habe und Panikattacken und ja, aber ich lerne langsam damit klarzukommen. Es ist immer noch schwierig und es macht halt, ja, sorgt halt auch für viele Einschränkungen im Alltag, dass ich halt bei manchen Sachen echt Angst habe. Aber es wird langsam besser, sagen wir es mal so. Magst du ein bisschen was dazu sagen, wie so dein Weg war hin zur Hilfe oder zu sich Unterstützung zu suchen? Der hat halt erst tatsächlich sehr, sehr spät angefangen. Also mit meinem inneren Coming Out 2016, also ja, noch vor jetzt 6 Jahren, habe ich das Ganze erst angefangen aufzuarbeiten und auch wirklich realisiert, dass ich da auch ein bisschen Hilfe brauche. Und ich hatte dann, ich habe mit Leuten ganz viel drüber geredet, habe aufgehört, vor dem Thema wegzulaufen, also habe mich auch manchmal auch gezielt damit konfrontiert, mit dem Thema, und auch wenn dann in irgendeiner Serie oder so eine Szene kam, die dann mich getriggert hat, also die dann wirklich eine Panikattacke ausgelöst hat, habe ich aber auch gesagt, nee, ich stehe das jetzt durch und ich gucke mir das trotzdem jetzt fertig an, ne? Weil ich muss dann ja irgendwann damit klarkommen. Und ich habe mir aber auch professionelle Hilfe gesucht, also zumindest eine Zeit lang, um auch so ein paar Hilfemöglichkeiten an die Hand zu bekommen, also so Tools, was ich halt machen kann, um im Alltag zum Beispiel mich wieder runterzubringen von einer Panikattacke, oder wenn ich merke, es kommt eine, was kann ich dann, wie kann ich gegensteuern oder wie kann ich mich da beruhigen, und aber was mir halt unheimlich hilft, ist Reden. Also offen und ehrlich damit umgehen und auch
das nicht irgendwie verschämt wegdrücken und sondern wirklich mit Leuten, mit denen ich befreundet bin, dann halt auch sagen, also in deren Gegenwart, wenn ich merke, da kommt eine Panikattacke, wirklich sagen, ey Leute, ne, kann gerade mal jemand ein bisschen auf mich aufpassen, weil ich merke gerade, da kommt was. Ne? Und dann kann ich mittlerweile auch mit denen sehr, sehr gut kommunizieren, was ich dann brauche, was ich nicht brauche, was keine gute Idee ist und was eine super Idee ist. Das, wie gesagt, das wird halt auch immer besser. Merkst du da so, dass es bestimmte Dinge gibt, die die Panikattacken auslösen, oder ist es eher so, dass die überraschend kommen? Manchmal kommen sie überraschend, also gerade wenn ich sehr gestresst bin, kann der Stress an sich oder so Überforderungen das teilweise schon auslösen, weil das halt auch in beiden Situationen, die ich da eben geschildert habe, tatsächlich vor allem die Überforderung und die Hilflosigkeit waren, ne? Und dass die halt so prägnant waren in dieser Situation. Dann, das ist dann kein direkter also nichts, was ich jetzt irgendwie steuern könnte. Was es aber auch sein kann, das sind manchmal, wenn Leute sich gegenseitig anschreien oder so, selbst wenn es nur geschauspielert ist, das triggert auch irgendwelche Angstreaktionen, vielleicht nicht unbedingt Panikattacken, aber da werde ich auch schon gestresst, massiv gestresst und möchte am liebsten weglaufen. Und ansonsten sind es manchmal wirklich bestimmte Sätze, ein bestimmter Tonfall, bestimmte Blicke. Also die meisten Sachen kann ich ungefähr benennen, aber es gibt immer noch Sachen, bei denen ich immer noch nicht weiß, warum ich jetzt gerade eine Panikattacke kriege. Also, oder warum ich jetzt gerade mich tierisch unwohl fühle und am liebsten weglaufen würde. Also, ja. Ne, das... Also ganz krass ist sogar, das erinnere ich mich sogar noch aus der Zeit, wo das mit dem Fahrlehrer noch nicht so lange her war, dass ich jedes Mal, wenn ich ein bestimmtes Autokennzeichen gesehen habe, dass ich dann, oder eine bestimmte Buchstabenkombination im Autokennzeichen, dass ich dann danach unheimlich schlecht drauf war. Weil das halt das Kürzel von seinem Namen ist und der das in jedem seiner Autos drin hatte. Ah, ja. Ja. Aber ja. Also manches kann ich halt benennen. Manchmal weiß ich, warum eine Panikattacke kommt oder warum ich mich plötzlich unwohl fühle. Und manchmal frage ich mich, was ist denn jetzt gerade los? Ne? Das ist unterschiedlich. Gibt es bei dir auch so körperliche Aspekte noch? Ich kenne es von mir vor allem, dass ich oft sehr diffuse Schmerzen habe. Oder auch eine sehr hohe Anspannung. Kennst du sowas oder eher nicht? Das kenne ich nur, wenn ich tatsächlich schon in einer Panikattacke drin bin, dann ja, dass dann so Phantomschmerzen kommen oder so ganz unterschwellig, aber nee, jetzt so konkret. Also manchmal so ein Kribbeln halt dann halt auch so an den Händen, das kenne ich auch. Also ja, aber so konkret außerhalb von einer Panikattacke, nee. Ich kann ja mal noch ein bisschen von mir erzählen. Ich hatte das lange nicht auf dem Schirm, dass das ein Thema sein könnte, das mich irgendwie betrifft. Ich habe Angehörige, die auch posttraumatische Belastungsstörungen haben. Ich habe bei meiner Mutter das immer wieder mal gesehen, wenn sie so in eine Panik reinkommt. Und auch weiß auch, dass da bestimmte Verhaltensweisen oder so, die sich auf mich teilweise übertragen haben, irgendwie zum Beispiel Umgang mit Feuer oder es gibt so einzelne kleine Sachen, wo ich weiß, das hat auch damit zu tun, dass sich um gewisse Ängste, die bei uns in der Familie
präsent waren, dass sich um die gewisse soziale Praktiken auch entwickelt haben oder gewisse Rituale und so. Und gleichzeitig auch, dass da schon sehr, sehr viele Ressourcen da waren. Also unsere Familie hat auch eine Verfolgungsgeschichte und ist nach wie vor sehr, sehr präsent. Und das ist auch was, was ich eben, also ich war über 20, als ich realisiert habe, wie sehr das auch mit Familiengeschichte oder wie sehr viel von unserer Familienkultur eben mit dieser Familiengeschichte und mit der Verfolgungsgeschichte zusammenhängt. Meine eigene Erfahrung so von, oder meine ersten Erfahrungen von Traumasymptomen, die ich als das dann auch relativ schnell erkannt habe, waren so vor 3, 3,5 Jahren. Da hatte ich plötzlich so Panikattacken. Und vielleicht, wenn man das nicht so kennt, es ist nicht wie eine Angst für mich in der Art und Weise, wie ich sie erlebe, wo ich bei einer Angst, würde ich sagen, da weiß ich meistens, auf was das die sich richtet, sondern ich spüre das eigentlich zuerst mal auf der Körperebene, ohne dass ich da irgendwie ein Gefühl oder eine Wahrnehmung von Angst oder Panik habe. Das fängt damit an, dass ich zum Beispiel das Gefühl habe, ich kann nicht mehr so gut atmen, die Brust wird eng, vielleicht spüre ich meinen Körper weniger gut. Dann ist es so, dass mir oft übel wird oder Sturm, schwindelig. Und wenn es noch weiter geht, kriege ich dann Übelkeit und auch so also einen Stuhldrang oder so, der sehr, sehr stark wird. Also ich weiß dann, und das wusste ich die ersten Male noch nicht, ich muss dann schnell schauen, dass ich irgendwo zu einem Badezimmer auf eine Toilette gehen kann oder eben mich irgendwie zurückziehen kann. Und nachdem so eine Panikattacke, die gehen meistens bei mir, gehen die so nach 15 Minuten, gehen die wieder vorüber. Das heißt, unterdessen weiß ich, dass das dauert und dann sind sie wieder vorbei. Ich weiß den Ablauf ungefähr. Und dann brauche ich aber, wenn ich da durch bin, bin ich komplett müde. Also dann habe ich oft mehrere Tage, die ich mich erholen muss. Und es geht dann noch eine ganze Weile, bis ich irgendwie auch wieder meinen Körper spüre oder meine Emotionen spüre. Also es läuft für mich, merke ich, mein Körper hat Panik und das, was ich mental davon mitkriege, ist oft nur ein Bruchteil davon oder es sind nur ja, so Momente, wo auch ein Gedankenrasen oder so da ist. Genau, auch sonst, jetzt in der Auseinandersetzung mit dem Thema, habe ich eben gemerkt, dass viele von diesen Schmerzen, die ich immer wieder habe und für die ich auch immer mal wieder beim Arzt war, dass die mit einer Traumasymptomatik zusammenhängen. Und also eher psychosomatische Schmerzen sind, die sind manchmal so stark, dass sie mich auch im Alltag so einschränken, dass es schwierig ist, irgendwie aus dem Bett zu kommen oder auch zu arbeiten. Genau, und eben es ging dann so, dass als ich meine ersten Panikattacken hatte, ging ich zum Arzt, weil ich dachte, ich habe irgendwie eine allergische Reaktion oder Asthma oder irgend sowas. Und ich hatte da nicht mehr, ich hatte da mehrere Nächte nicht so gut geschlafen und ging deshalb zur Ärztin und die hat dann eigentlich sehr schnell festgestellt, dass ich, oder hat sehr schnell die These aufgestellt, dass er auf der psychischen Ebene behandelt werden muss und bin dann, hatte sehr Glück, dass ich schnell einen Platz bei einem Psychiater bekommen habe, der mir da auch helfen konnte. Ich hatte dann über mehrere Jahre hatte ich Antidepressiva, die angstlösend auch wirken und Schlafmedikamente, die mir geholfen haben, auch den Schlafrhythmus
irgendwie einzuhalten. Es war für mich eine mega krasse Erfahrung, weil ich mein Leben lang eigentlich nie gut einschlafen konnte. Also ich hatte immer, ich hatte locker 1, 2, 3 Stunden zum Einschlafen und habe sehr viele Nächte auch verbracht, wo ich sehr, sehr wenig geschlafen hatte und dann am nächsten Morgen wieder in die Schule gegangen bin. Und da eben zu merken, ich kann mir mit Medikamenten beim Einschlafen helfen und kann dann plötzlich schlafen, sowas wie planen und muss nicht nur irgendwie versuchen oder muss nicht, bin nicht dem, diesem nicht schlafen können so ausgeliefert. Das war sehr, sehr wichtig, um auch irgendwie ein Gefühl von Selbstwirksamkeit in Bezug auf das zu entwickeln. Und eben in der Therapie, da habe ich dann auch gemerkt, dass ich schon sehr viele Jahre mit vielen verschiedenen Symptomen eigentlich zu tun habe. Zu tun hatte, schon von meiner Jugend an. Und da bin ich nach wie vor dran. Stark auch, um eben so zum Beispiel so Erfahrungen, wo ich mich oder wo mir meine Emotionen sehr fremd vorkommen oder wo ich mir selbst sehr fremd vorkomme oder wo mein Körper mir sehr fremd vorkommt, die irgendwie zu mit den Erfahrungen auch mich auseinanderzusetzen. Und ich habe jetzt merke auch, dass ich durch die Therapie meine Beziehung zu meinem eigenen Körper und die Art und Weise, wie ich meinen Körper erfahre, dass sich das stark verändert. Und das ist ein sehr interessanter Prozess, so, aber der sicher noch eine Weile geht, bis ich da auch einen Punkt bin, wo ich das mehr im Griff hatte. Also meine letzte Panikattacke ist eine Woche her. Ich habe es diesmal aber geschafft, relativ früh zu reagieren. Und so, dass ich dann deutlich weniger lang brauchte, um mich zu erholen. Und das sind so kleine Erfolge, die sich dann auch zeigen. Tenna, magst du da noch ein bisschen erzählen? Oder ich weiß nicht, vielleicht hat wer von euch auch noch eine Frage gerade dazu. Also ich kann nur sagen, das geht gerade sehr, sehr tief. Also eure beiden Geschichten, das nimmt mich wirklich sehr, sehr mit. Also wow. Ich kann mal von meinem Erlebnis sprechen. Ich versuche das mal ein bisschen chronologisch zu erzählen, weil ich muss wirklich die Situation selber nehmen, weil hinterher war Gott sei Dank nicht lange etwas bei mir. Also meine Situation war, dass ich eine akut lebensgefährliche Situation wahrgenommen habe. Und zwar waren wir zu dritt. Eine Freundin und eine anleitende Person von uns. Wir standen in einem Praktikumsverhältnis zueinander und wir haben den ganzen Tag gearbeitet und meine Freundin und ich, wir waren sehr, sehr fertig und wir haben halt auch nicht mitbekommen, wie sehr fertig und was da noch so alles im Spiel war, die anleitende Person war. Und die Person, mit der mussten wir noch, das waren, so ungefähr Stunde, anderthalb Stunde Heimfahrt hatten wir noch nachts um 1 fertig zu machen, also zu kriegen. Wir sind dann halt alle im Auto eingestiegen. Ich saß auf dem Beifahrersitz, meine Freundin hinter mir und die anleitende Person, die saß eben am Steuer. Und die Fahrt fing am Anfang recht normal an. Die Person ist für meinen Geschmack sowieso schon immer ein bisschen rasant gefahren. Aber ich hatte mich mehr oder weniger dran gewöhnt. Aber nach so 10, 15 Minuten habe ich im Augenwinkel zu sehen, dass die Person immer wieder einschlief am Lenker. Und das steigerte sich so nach und nach. Ich habe einfach nur gemerkt, okay, das wird jetzt gefährlich. Ich muss die Person entweder zum Anhalten bringen oder irgendwie wach halten. Zum Anhalten ließ sich die Person nicht bringen. Wir waren auf einer Bundesstraße und es war recht stark befahren für nachts um 1 und den Gegenverkehr jedenfalls. Und die rutschte immer wieder rüber mit dem Auto in den Gegenverkehr.
Und ich weiß nicht, ich fing einfach irgendwann an, nur noch zu funktionieren. Ich habe gar nicht mehr gedacht. Ich habe die Person halt wach gehalten irgendwie und ich musste ihr irgendwie beibringen, wenn die Ampeln rot sind, das hat sie nicht mehr gemerkt. Irgendwann konnte sie dem Navi nicht mehr folgen. Zum Glück habe ich einen verdammt guten Orientierungssinn und konnte sie irgendwie auf den Weg leiten. Ich habe sie ja teilweise, zum Schluss musste ich ihr Befehle entgegenbrüllen, weil die Person eigentlich mehr geschlafen hat, als wach war, aber trotzdem nicht zum Anhalten zu bewegen war. Und als wir die Situation geschafft haben, dann ging es eigentlich bei mir los, weil als wir dann aus dem Auto ausgestiegen sind, ungefähr 1,5 Stunden Fahrt, da habe ich dann nur noch gemerkt, okay, jetzt kommen mir meine Gefühle entgegen. Und es war dann wie so eine Schallmauer, die auf mich einbrach und danach ging gar nichts mehr. Da wurde mir dann erstmal bewusst, Moment mal, ihr werdet bald draufgegangen, das war total gefährlich und ich merke jetzt gerade jetzt, wie mich das mitnimmt, das zu erzählen. Hätte ich nicht gedacht, dass das ist jetzt, oh, 4 Jahre her. Oh, Moment. Gut. Dann war eben das Problem, wir sind aus diesem Verhältnis erst nicht rausgekommen, aus diesem Praktikumsverhältnis und mussten das halt noch durchstehen. Und dadurch, dass ich mich halt auf der Situation nicht befreien konnte, hat mich das halt doch ganz schön mitgenommen. Und ich habe dann einen sogenannten Hörsturz etwa eine Woche nach dem Ereignis bekommen. Ich habe halt, es war ganz ulkig. Also Hören ist für mich verdammt wichtig, teilweise wichtiger als Sehen. Und ich habe einfach gemerkt, auf einmal hat es plopp gemacht und mein linkes Ohr hat nicht mehr richtig funktioniert. Es hat ganz hohe Töne gehört, es hat ganz tiefe Töne gehört. Aber der Rest war verzerrt oder gar nicht zu hören. Also es ist ganz, ganz ulkig. Und ich wusste erst gar nicht, was los ist. Und ich beruhige mich normalerweise mit Musik und es ging nicht mehr, weil das linke Ohr einfach nicht funktionieren wollte, nicht richtig. Und am schlimmsten war meine eigene Stimme, weil sie gleichzeitig normal und gleichzeitig eklig verzerrt geklungen hat. Und ich hatte Tinnitus. Dann bin ich zum Arzt gegangen, habe halt starke Medikamente bekommen. Und die Ärztin hatte mir halt empfohlen, ich soll aus der Situation rauskommen und ich soll ganz ruhig machen. Das ging aber nicht, weil hätte ich mich wirklich, ja, sie hat mich krank geschrieben, aber hätte ich die Krankschreibung befolgt, hätte ich noch länger in dem Praktikumsverhältnis bleiben müssen. Und das wollte ich nicht. Deswegen, habe ich weitergearbeitet. Hätte ich eigentlich nicht tun dürfen. Aber es ist halt, ich habe es irgendwie durchgestanden und meine Freundin zum Glück ging es ihr besser. Also sie hat das gar nicht mitbekommen und mir hat auch sehr geholfen, mit ihr und mit anderen Leuten zu reden, weil was interessant war, sie war in der Situation, hat sie gesagt, als sie es bemerkt hat, handlungsunfähig und ich habe es irgendwie geschafft, durchzustehen und trotzdem zu handeln. Und auch wenn mir halt hinterher die Leute immer gesagt haben, ihr hättet die Polizei rufen müssen, es ging nicht, ich konnte nur handeln, ich konnte nicht denken. Und aber nachdem wir dann dieses Praktikum beenden konnten und dann uns Gott sei Dank von dieser Person abwenden konnten, wurde es halt immer besser. Und eine gute Sache habe ich an der Situation mitgenommen. Ich habe gemerkt, wie sehr ich am Leben hänge, wie wichtig mir das ist. Und ja, im Grunde geht es mir gut. Also manchmal zucke ich noch im Auto ein bisschen zusammen, wenn einer ein bisschen rasanter fährt. Aber das wissen meine befreundeten Menschen eigentlich und fahren dann, wenn ich drin sitze, ein bisschen netter. Aber ansonsten geht es mir gut und ich habe jetzt keine wirklichen, also ich habe keine Panikattacken oder sowas. Also ich spüre da in den Situationen eigentlich nichts, außer einmal ist es mir passiert, dass ich der Person noch begegnet bin. Also diese Person ist für mich irgendwie zu so einer Art Abgrund geworden. Ich muss mich von der fernhalten, die tut mir nicht gut. Und da habe ich richtig Abneigung. Also, ne, da will ich weg, mit der will ich nicht reden. Aber ansonsten geht es mir gut, ja. Bei mir ist so eine Schwierigkeit, eben du hast jetzt gesagt, eben bei dir sind relativ klare Dinge, die du dann auch vermeiden kannst, oder? Bei mir ist es oft sehr diffus, also eben Panikattacken kommen und ich weiß nicht, wann das die kommen oder warum das die kommen. Also ich merke unterdessen eben zum Beispiel, so einkaufen gehen ist für mich manchmal was das auslösen kann oder so große Menschenmengen.
Aber es sind viele so Sachen, wo ich merke, es ist für mich gar nicht, ich kann gar nicht ausweichen. Ich muss irgendwie einen Umgang damit finden, weil wie ausweichen nicht, ja, wenn ich das machen würde, dann wäre ich nicht wirklich weder lebens- noch arbeitsfähig. Ja. Vielleicht ist es bei mir auch wirklich ein Glück, dass ich einfach der Person nicht begegnen muss und bei dir auch nie wieder in ein Auto steigen werde. Ja. Definitiv. Mhm. Ja. Aber das ist schon, also ich finde es auch eine mega heftige Geschichte. So. Ja, aber es war wirklich hinterher. Ich habe in der Situation, es war wirklich in dem Moment, wo ich begriffen habe, das hier könnte unser Ende sein, ist wie so ein Überlebensmodus angesprungen. Ich habe in dem Moment nur funktioniert. Also ich kann das echt nicht erklären. Und hinterher, wie gesagt, dieser Aufprall, ich hatte das Gefühl, da kam dann mein Ich, also meine Empfindungen mir entgegen und haben mich dann volle Wucht erwischt und dann ging es eigentlich erst los. Also die Nacht habe ich auch nicht geschlafen. Also ich hätte da eigentlich meinen besten Kumpel anrufen sollen und das hat er mir hinterher auch übel genommen, weil der hätte uns sofort geholt. Ja, aber ich musste irgendwie mit mir erstmal klarkommen in dem Moment. Wie war das bei euch? Also jetzt, du hast so ein bisschen gesagt, du hast in dem Moment nur noch funktioniert. Ich höre das auch ein bisschen so, dass du da vielleicht auch Emotionen gar nicht so wahrgenommen hast und dass sie aber nachher relativ rasch auch gekommen sind. Ich glaube in meinem Fall, das ist vielleicht so eine Art Dissoziation gewesen in dem Moment, die einfach, ich glaube, die war wichtig, weil sonst hätte ich nicht funktionieren können. Die einfach alles, was ich gerade nicht brauchen kann, abgestoßen hat. Mir kam die Zeit auch länger als anderthalb Stunden vor. Ich habe das Gefühl, ich habe jede Sekunde als 3 Minuten wahrgenommen. Ich weiß nicht, so klar habe ich in meinem Leben davor und danach nie wahrgenommen. Ich kann das echt nicht erklären. Das war richtig kristallklar. Also die Wahrnehmung, jedes Geräusch, jeder Geruch. Ich bin normalerweise ein Mensch, der sehr viel selektiert, aber da war wie alles offen. Also ich weiß nicht, also ich glaube, das war wirklich so eine Art Überlebensmodus. Anders kann ich es mir nicht erklären. Mhm. Ja. Nachdem wir jetzt alle von unseren Erfahrungen berichtet haben, bleibt natürlich die Frage, die Traumatisierung und die ASPEC-Identität, wie hängen die zusammen? Hat das was miteinander zu tun? Gibt es da was im Bereich der Intersektionalität? Also für mich war es so, dass ich das innere Coming-out hatte ich schon bevor sich diese posttraumatische Belastungsstörung bei mir gezeigt hat. Und ich habe gemerkt, dass das für mich im Prozess Hilfe anzunehmen auch eine Schwierigkeit war, weil ich oder auch überhaupt die Diagnose einer posttraumatischen Belastungsstörung anzunehmen, weil für mich das so, weil ich oft damit konfrontiert war davor, dass Asexualität mit Traumatisierung in einen Topf geworfen wird. Und da kam wie die Frage auf, für mich dann auch, ja, bin ich denn deswegen asexuell oder habe ich vielleicht auch eine Form sexueller Gewalt auch erlebt, an die ich mich nicht erinnern kann? Und da eben gerade auch in der Interaktion dann mit Therapeuten. Und ich hatte aber eben, wie gesagt, ich hatte unglaublich Glück bei den Therapeuten, bei denen ich gelandet bin. Ich habe das sehr schnell auch kommuniziert, dass ich asexuell und aromantisch bin und habe da ein bisschen auch informiert drüber. Und das wurde sehr klar akzeptiert. Also ich konnte auch formulieren und ich will nicht herausfinden, was die Ursache meiner Asexualität oder meiner Aromantik ist, weil ich finde, das ist Teil meiner Identität und das ist für mich tabu, dass da jemand irgendeine Erklärung dafür sucht. Und das wurde
in dem Zusammenhang akzeptiert und hat mich dann auch sehr unterstützt darin. Und gleichwohl eben habe ich gemerkt, dass die Diagnose von der Traumatisierung durchaus bei mir Zweifel an meiner Aceback-Identität ausgelöst hat. Wir haben unterdessen eben in der Therapie relativ viel auch so Aufarbeitung von eigenen Erlebnissen in meiner eigenen Vergangenheit gemacht. Und da habe ich aber heute eine relativ hohe Gewissheit, dass da bei mir jetzt nicht sexuelle Gewalt dahinter war. Und eben aber dann an den Punkt zu kommen, unabhängig, dass das eben sehr unabhängig ist, eigentlich Asexualität und Traumatisierung. Und auch wenn dort, wo es zusammenhängt, dass auch das eine komplett legitime asexuelle Identität ist oder Aceback-Identität, auch wenn es Romantik betrifft. Das war für mich so ein Prozess, der auch immer mal wieder oder es sind so Themen und Fragen, die immer mal wieder hochkommen, aber wo ich merke, dass ich da mehr und mehr Sicherheit auch drin gewinne. Und vielleicht ein anderes Aspekt da in dem Zusammenhang ist auch noch so, dass für mich gynäkologische Untersuchungen sehr, sehr schwierig sind. Und da dann das auch zu kommunizieren, und da habe ich bei meiner Hausärztin, die vergisst, also ich habe das der auch gesagt, dass ich asexuell bin und auch aromantisch, und die vergisst das aber immer wieder und fragt da immer wieder nach. Und das merke ich, das ist für mich immer wieder schwierig. Es ist immer wieder schwierig. Und ich habe auch in anderen Kontexten eben merke ich, dass mir dann Menschen, die wissen, dass ich eine Traumatisierung oder dass ich eine posttraumatische Belastungsstörung habe, nicht glauben, dass ich nicht eine sexuelle Traumatisierung erlebt habe oder dass sie mir nicht glauben, dass ich asexuell bin. Das sind so Punkte, wo ich merke, dass es so ein Zusammenkommen gibt. Ja. Wie ist das bei dir, Dana? Also für mich war eigentlich von Anfang an klar, dass die ganzen Traumata, die ich habe, also auch die, die ich jetzt nicht erwähnt habe, weil die jetzt nicht spezielle Ereignisse waren, dass die gar nichts mit meiner Aceback-Identität zu tun haben. Also das, weil das einfach, wie soll ich sagen, ich weiß nicht, ich habe von Anfang an irgendwie direkt klar gewusst, okay, das ist ein Ereignis, das ist halt passiert und das hat bei mir bestimmte Verhaltensweisen ausgelöst und beziehungsweise bestimmte Reaktionen ausgelöst und Schäden angerichtet, aber das andere ist meine Identität. So, und es hat mir aber tatsächlich, also gerade die Sache mit dem Fahrlehrer und die daraus folgenden Probleme und auch der Umstand, dass ich halt in einer Familie groß geworden bin, wo Teile der Familie so ein gewisses Problem damit hatten, wenn jüngere Familienmitglieder Grenzen gesetzt haben und eigene Wünsche und Bedürfnisse hatten und so Nein ein ganz böses Wort war. Das hat so ein bisschen meine Selbstfindung auf dem Aceback ein bisschen verzögert und erschwert, abgesehen davon, dass halt die Begriffe mir damals noch nicht zur Verfügung standen, als ich 18 war. Das war ja gerade 2001, da wurde eben in Amerika erst ins Leben gerufen. Also ich hatte tatsächlich, wenn ich damals die Worte dafür gehabt hätte, hätte ich damals schon gesagt, ich wäre Aceback. Ich wäre auf dem asexuellen Spektrum, weil ich das mit 12 schon geahnt habe. Aber das Ganze hat halt mein Verhalten so weit Richtung hypersexuelles Verhalten halt verändert oder halt auch da entsprechende Schäden angerichtet, dass ich dann das lange verdrängt habe. Und als ich dann gemerkt habe, so, oh Moment, ja, irgendwas stimmt in Beziehungen nicht, habe ich dann erst rausgefunden, dass ich asexuell bin und habe dann halt kurz überlegt, dabei auch rausgefunden, das damals war ja auch ein
Das kam ja auch noch dazu, aber eben für mich persönlich hängt das nicht zusammen, weil ich dadurch halt auch in Beziehungen, also das hat in Beziehungen eigentlich keine Probleme ausgelöst. So. Und aber es gibt halt Leute von außen, die dann mir verkaufen wollten oder weismachen wollten, dass man ja nicht wissen könne, ob meine Aceback-Identität, ne, daher kommen würde. Also unter anderem eine Journalistin, die dann meinte, wenn Ihnen ja ein Trauma passiert ist, ein sexuelles, dann wissen wir ja nicht, wie sich Ihre Identität weiterentwickelt hätte oder normalerweise entwickelt hätte. Und ich dann, naja. Ja, und dann willst du nicht als wie nicht genug asexuell oder was auch immer, dann, ja. Ja, also die hatte dann wohl ein Problem damit, zu akzeptieren, dass das halt eine legitime Identität ist in meinem Fall, ne? Also dass das eine mit dem anderen nichts zu tun hat bei mir. Und dann hatte sie halt auch noch Schwierigkeiten damit gehabt, sich vorzustellen, wie sie das dem Publikum erklären soll. Mhm. Ja, also weil ja angeblich das Publikum nicht in der Lage wäre zu differenzieren. Und dann habe ich mir gedacht, naja, aber sie konnte selber nicht differenzieren. Das hat das Ganze etwas ärgerlich und sehr schwierig gemacht. Es ist ja so schwierig auch, oder weil es eben dieses Stereotyp gibt. Das ist ein Stereotyp, das existiert, dass asexuelle Menschen deshalb asexuell sind, weil sie sexuelle Traumatisierungen erlebt haben oder weil sie Traumatisierung allgemein erlebt haben. Das macht es so schwierig, in dieser Intersektion auch zu sein, oder? Mhm. Ja, das ist ja. Ich vermute mal, dass es für aromantische Menschen halt auch ähnlich problematisch ist, weil das ja dann auch gerne mit Bindungsstörung erklärt wird und dann halt auch, ne, entsprechend Traumata in der Familie, dass man ja dann irgendwie in der Familie keine gescheite Bindung erfahren hat und dementsprechend dann auch nicht später in der Lage ist, deswegen romantische Bindungen aufzubauen. Natürlich kann das zusammen vorkommen. Klar, es kann alles zusammen vorkommen. Genauso wie Homosexualität und sexuelle Traumata zusammen vorkommen können, ne? Aber das eine hat nicht zwangsläufig das andere zur Ursache. Und das, ja. Ja. Das ist echt schade mit, dass die Leute immer sagen, ich meine, diese Sachen, das können Gründe sein, aber es müssen keine Hindernisse sein. Also ich finde es wichtiger zu sagen, dass diese Dinge korrelieren können, weil, ne, also man sieht, dass diese Dinge zusammen durchaus oft zusammen vorkommen. Genauso wie, was weiß ich, zum Beispiel, es oft zusammen vorkommt, dass Menschen sich nicht binär identifizieren und auf dem A-Spec sind. Ne? Aber das heißt nicht, dass die A-Spec-Identität automatisch dazu führt, dass die Leute sich nicht binär identifizieren oder umgekehrt. Also das sind Dinge, die können zufällig bei ein und derselben Person existieren, nebeneinander, unabhängig voneinander. Ja, ich kenne es auch noch so ein bisschen in die andere Richtung. Jetzt, wenn wir so von Korrelation oder Zusammenhängen sprechen. Für mich war oder so eine Arbeitsthese, sage ich mal, die ich habe, ist es bei mir zu merken, dass ich anders bin. Und dazu gehört auch meine sexuelle und meine romantische Identität oder meine sexuelle und meine romantische Orientierung, zu merken, dass ich in dem Punkt anders bin, hat Stress ausgelöst, eine nicht so schöne Kombination war, zusammen mit den Ängsten, die aus einer Verfolgungsgeschichte kommen. Also eine Geschichte zu haben, in der es lebensgefährlich ist, anders zu sein.
oder zu einer bestimmten Gruppe zu gehören und dann selber festzustellen, ich bin anders und ich kann das nicht verstecken. Das, denke ich, ist auch bei mir eben, ich merke es daran, dass es mir immer wieder schwerfällt, dann über so Sachen oder über verschiedene Formen von meine, oder für, über verschiedene Aspekte meiner Identität zu sprechen, weil eben dieser, weil ich merke, dass das sehr, sehr viel Stress auslöst und überall, wo ich merke, dass ein Umfeld nicht offen ist für Diversität und für Verschiedenheit, merke ich, dass das bei mir Stress auslöst und Stress auslöst, der auch mit Traumatisierung zusammenhängt und die Traumasymptomatiken, die ich habe, verstärkt. Ich überlege gerade, wo du das gesagt hast, ob es nicht sogar sein kann, dass manche Menschen mit Symptomen von posttraumatischen Belastungsstörungen, die aber kein konkretes Ereignis zum Beispiel benennen können, das vielleicht auch einfach nur in Anführungszeichen deswegen haben, weil sie Minderheitenstress erleben. Also dass der Minderheitenstress, genau, das quasi sich langfristig wie eine posttraumatische Belastungsstörung auswirkt. Ja, also es gibt ja dieses Minderheitenstressmodell, das wurde entwickelt, ursprünglich also kam das aus einer Beforschung von, ich glaube, homosexuellen Männern und Stressoren in dem Zusammenhang. Und da gibt es verschiedene Forschende, die auch da einen Zusammenhang zu Traumatisierung und in dem Fall eben dann komplexe Traumatisierung dann Zusammenhang herstellen. Und das ist etwas, wo ich durchaus auch selber eine Resonanz damit habe, einfach in der Art und Weise, wie ich es erlebe. Also ich kann vielleicht zu dem Thema noch sagen, bei mir gibt es da keine Intersektionalität, weil ich ja in der Hinsicht kein Traumata erlebt habe. Also bei mir war eigentlich, ohne dass ich ein Wort hatte, eigentlich schon immer klar, dass ich asexuell bin. Mir wurde das im Prinzip auch durch Freunde gespiegelt. Zum Beispiel, als ich meinen ersten Freund mit 19 hatte, hat mir eine damalige Person, mit der ich befreundet habe, mich auch gefragt, ob bei mir alles okay ist und ob ich wirklich, also er kann sich nicht vorstellen, dass ich Sex mit meinem Freund haben möchte. Das kann er sich nicht vorstellen. Und er hat auch zu mir gesagt, wenn der Freund irgendwas macht, was ich nicht möchte, dann soll ich Bescheid sagen. Die Person hat nichts gegen meinen Willen gemacht. Also die ist super gewesen, mein erster Freund. Und auch, also alle Menschen, mit denen ich zusammen war, sind super. Da will ich gar nichts sagen. Auch so in Kleinigkeiten, das halt schon immer gespiegelt wird. Und ich habe es auch eigentlich schon immer gemerkt, dass ich in gewisser Weise anders bin. Wenn wir uns früher Zeitungen angeguckt haben, mit hier so die typischen, in Anführungszeichen, Mädchenblätter, mit männlichen Personen mit freien Oberkörpern oder ganz nackt oder so, das hat bei mir, bei den anderen hat das irgendwas ausgelöst und die haben da irgendwas gesehen und ich saß immer davon und hab mir gedacht, joa, schön, nackter Mensch, naja, ist halt so. Also bestenfalls ästhetisch, ne? War dann bestenfalls ästhetisch, genau. Ja, aber das, was von den meisten als in Anführungszeichen heiß beschrieben wurde, fand ich meistens absolut uninteressant, weil da war nichts im Blick der Person, da war nichts, also es ist, das waren dann immer so ganz andere Menschen, wo ich das Gefühl habe, da steckt was hinter, also was mich so ein bisschen ästhetisch angezogen hat, ist, wo ich das Gefühl habe, die Person ist irgendwie, die hat irgendwas im Blick, irgendwas Intelligentes, irgendwas Vorwitziges oder so, kann ich schlecht beschreiben, aber das ist, du hast gefühlt immer den Einheitsbrei in diesen Blättern gehabt. Das war immer so derselbe Typ Mensch. Wo ich ehrlich gesagt das Gesicht gesehen habe und eigentlich hinterher schon wieder vergessen habe. Also das war bei mir halt eigentlich schon immer klar. Und als ich dann erfahren habe, dass es Asexualität gibt, das war leider erst mit Anfang 30, da war auch, als ich nur dieses Wort gelesen habe, es war in dem Moment, war es klar. Es gab zwar immer noch so der innere Kampf, du wolltest ja gern normal, auch in Anführungszeichen, sein. Das kannst du jetzt vergessen.
So ein bisschen so einen inneren Kampf hatte ich noch, aber es war einfach klar, es war einfach, es machte Sinn. Und alles andere kam dann einfach hinterher. Also ich finde inzwischen auch Anzeichen dafür, noch bevor ich Anzeichen hatte, dass ich quasi asexuell bin, Anzeichen dafür, dass ich kein, in Anführungszeichen, typisch weibliche Person bin. Und inzwischen identifiziere ich mich ja auch eher als Mensch. Ist die beste Beschreibung für mich. Also nicht irgendwie männlich, weiblich, sonst was. Ja. Und dieses Anderssein, wie ist das was, was bei euch Stress auslöst? Oder weil bei mir zum Beispiel liegt zwischen dem inneren Coming Out und dem äußeren Coming Out liegen 10 Jahre. Und es war erst wirklich möglich durch die Therapie und das, was wir da erarbeitet haben. Wo ich schon merke, das hat sehr, sehr viel mit diesem Druck oder mit diesen Narrativen, die da sind, drüber, was es heißt, anders zu sein, zu tun. Ich sag mal, ich hatte ja eh keine Chance. Ich wusste ja schon, eigentlich schon im Kindergarten, dass ich anders bin. Denn ich bin durch die Reihe weg immer in irgendeiner Weise gemobbt worden. Entweder, weil ich ein bisschen pummeliger war wie die anderen Kinder oder weil ich mich einfach nicht typisch mädchenmäßig verhalten habe oder so. Ich war einfach schon immer Außenseiter. Deswegen, vielleicht konnte ich mich in der Hinsicht sogar was gut damit anfreunden, dass ich einfach anders bin. Ich habe zwar immer dafür so ein bisschen gekämpft, normal zu sein, aber ich habe ja gemerkt, das halte ich nicht lange durch. Also ich hatte immer so Phasen, wo ich zum Beispiel versucht habe, ein typisches Mädchen zu sein, wo ich dann gesagt habe, jetzt will ich unbedingt Röcke tragen. Und ganz witzig war da mal der Moment, das hatte ich, glaube ich, in einer Folge erzählt, gerade umgezogen, wo ich drauf bestand, ich will rosa Wände, obwohl ich rosa noch nie leiden konnte als Farbe. Das hat auch nur 2 Wochen ging das gut. Dann wollte ich die Wände nicht mehr. Wurden sie mit Postern zugekleistert. Also ich glaube, das war für mich im Endeffekt gar nicht mehr so schlimm, weil ich einfach schon relativ schnell erkannt habe, ich bin einfach nicht so normal. Deswegen war der Schritt, es dann im Endeffekt zu akzeptieren, gar nicht mehr so schlimm. Und seit ich dann die Aceback, sag ich mal, Leute hier kennengelernt habe, war dann festzustellen, dass ich dann auch eben demiromantisch bin und gar nicht typisch romantisch und dass ich dann eben auch nicht cis-weiblich bin, der Schritt war dann eigentlich nur noch klein. Also da ich nie normal war, also normal, ihr wisst, in Anführungszeichen gesehen, war das für mich eigentlich nicht schlimm. Ehrlich gesagt sogar eine Erleichterung, weil seit ich das alles weiß, versuche ich gar nicht mehr eine normale, schon wieder dieses Wort, Entschuldigung, ich werde es nicht los, eine heteronormative Beziehung anzustreben, sondern ich mache mir keinen Stress mehr. Wenn ich mich eben verliebe über meine Demiromantik, okay, ja, dann probieren wir das halt. Und wenn es nicht klappt, okay, es tut im ersten Moment weh, wenn romantische Anziehung nachlässt. Aber auch das weiß ich inzwischen, das überstehe ich. Und ich mache mir einfach keinen Stress mehr, ich lebe mein Leben so, wie ich bin. Und es hat sich aber auch nie lebensgefährlich angefühlt, anders zu sein. Nee. Ja. Nein, nein. Trotz dem Mobbing. Nein, es war stressig und es gab mal so Gedanken wie, oh, was soll das Ganze eigentlich? Warum muss das sein? Aber es war nie irgendwie in der Hinsicht lebensbedrohlich. Ich hatte halt einfach irgendwie innerlich immer so einen Willen, der ja nach dieser Situation, die ich vorhin beschrieben habe, richtig stark rauskommt, ich will leben, ich will mein Leben haben und ich lasse mir das von niemandem kaputt machen. So ein kleines inneres Feuer und das kann ganz schön lodern. Ja. Ja. Wie ist es bei dir, das Tenna? Ich weiß nicht, also ich habe diese Erfahrung, irgendwie anders zu sein, hatte ich ja auch relativ früh, allein schon dadurch, dass ich Scheidungskind bin. Ne? Also meine Eltern haben sich scheiden lassen, da war ich noch nicht in der ersten Klasse und das ist halt so auf dem Dorf, im nördlichen Saarland, bist du da schnell unten durch. da wurdest du misstrauisch beäugt, schon relativ früh. Das kriegst du als Kind irgendwie mit, also dass die Leute da komisch reagieren auf deine Eltern oder vor allem auf die Mutter, die Alleinerziehende. Das kriegst du dann beim Verhalten deiner Mutter mit und so. Also, aber ich habe tatsächlich in der Zeit war ich echt noch so ein richtiges Sturkopfkind. Also ich habe mir da auch nichts gefallen lassen. Ich habe auch relativ früh dann gesagt, so mit den coolen Kids will ich nichts zu tun haben. Also Grundschulalter, ne?
Weil die sind ja, das sind ja meistens dann die, die dann andere fertig machen, weil sie weniger cool sind. Und das, also als Kind war ich echt tatsächlich, muss ich heute sagen, so nachträglich eine coole Socke, eine kleine arrogante, aber eine coole Socke. Und das ging dann halt wirklich irgendwann so in dem Alter los, wo dann dieses erste Trauma passiert ist, dass ich dann, ja, mich da sehr in mich zurückgezogen habe. Also ich habe, es war mir immer noch relativ egal, dass ich anders war. Aber es hat mir mehr zu schaffen gemacht, tatsächlich, mit den Jahren, so über die Pubertät halt hinaus. Und es hat so ganz schleichend hat sich so ein, du bist anders und du bist nicht, du bist weniger wert eingeschlichen. So nach und nach. Also ganz, 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 ganz langsam. Und das wurde richtig extrem, als ich dann halt mit 17 zu meiner Oma mütterlicherseits zwangsweise gezogen bin. Weil die hat mir wirklich das Gefühl gegeben, dass ich halt, ja, allein schon, weil ich Widerworte gebe und einen eigenen Kopf habe, halt nichts wert bin. Und weil ich halt nicht in der Spur laufe, auch nicht in diesem heteronormativen Bild entspreche, nicht diesem typischen Bild von Frau entspreche, und. Also da, ganz, ganz viele Dinge, die dann auch zum Beispiel das mit dem Fahrlehrer begünstigt haben und dann halt auch mein späteres Verhalten. Und dann sind mir Freundschaften weggebrochen. Also ich hatte irgendwann nur noch meine damals beste Freundin, mit der ich sehr viele Hobbys dann auch gemeinsam hatte. Und die hat dann irgendwann ihren ersten Freund gehabt und dann ist die mir weggebrochen. Und das war tatsächlich im Endeffekt wahrscheinlich auch einer der Auslöser, warum ich dann irgendwann krampfhaft versucht habe, in Anführungszeichen normal zu sein, also heteronormativ. Ne? Also ich wurde ja eh als hetero gelesen, weil ja, ne, ich hatte ja keine Freundin, also ne, und Kerle waren an mir interessiert, also musste ich ja hetero sein. Und dann habe ich gedacht, gut, dann spielen wir das Ganze mal. Und das, ja, und dann fing dann an, dass ich mich mit Anfang 20, also mit 19, 20 angefangen habe, richtig zu verbiegen. Also ich habe, bis ich 33 war, 14 Jahre lang heterosexuell gespielt. Und das, ja. Natürlich hat das Stress verursacht. Ich wusste zwar instinktiv, ich bin's nicht, ich mach's falsch, aber eben dieses Wissen, ich mache es falsch und ich kann es nicht und andere kriegen das besser auf die Reihe und ne, das hat dann diesen Stress noch erhöht. Also das, ja, also das Anderssein war Stressfaktor pur. Ab dem Moment. Ja. Und das, oder was heißt ab dem Moment? Also im Laufe der Zeit wurde das immer stressiger. Und mittlerweile ist es aber halt auch so, ich merke immer noch, dass wenn ich in eine Gruppe reinkomme, dass ich dann immer so ein bisschen das Gefühl habe, am Rand zu stehen, nicht so ganz dazu zu gehören, aber es verursacht mal mehr, mal weniger Stress. Weil also, je mehr ich mich in der Gruppe wohlfühle an sich, desto weniger Stress macht es mir. Aber ich lerne das noch. Ja. Wir haben es ja eben schon so ein bisschen anklingen lassen, aber jetzt würde ich gerne nochmal direkt darauf eingehen. Und zwar ist die Frage, was hilft mir, beziehungsweise was hilft uns oder was ist der Weg zur Hilfe? Ich habe schon mehrfach von Psychotherapie gesprochen. Das ist was mir wirklich sehr, sehr hilft. Dann sind es ganz viele so innere Prozesse, wo ich merke, eben lernen, Geduld mit mir zu haben, lernen zu verstehen und zu akzeptieren, dass das, was ich leisten kann, Grenzen hat und dass diese Grenzen anders sind als bei anderen Menschen. Was mir sehr hilft auch, ist gerade in Räumen zu sein, wo mir signalisiert wird, dass es okay ist, dass ich mich rausnehme, wenn es nicht geht, dass ich auch mal, eben wenn ich Panikattacken hatte, dass ich dann mal nicht an eine Sitzung kommen kann. Und das auch irgendwie ein Stück weit wie eine Krankheit anfangen anzunehmen. Also dass ich dann eben wirklich 3 Tage nicht
arbeitsfähig bin und nicht meine oder nicht mir dann ständig vorwerfe, dass ich irgendwie schwach bin oder ja, und eben da Menschen um mich herum zu haben, die ja, die dafür auch Verständnis haben. Und da hatte ich echt Glück in meinem Umfeld und schätze auch sehr, wie das in Spectren Redaktionsteam gehandhabt wird. Und auch viele der ich sag mal, Regeln zur Kommunikation, die auf dem Aspect German Server drin sind, merke ich, dass mir die helfen. Also zum Beispiel, dass es Inhaltswarnungen gibt für bestimmte Inhalte und dass man dann zuerst wie aktiv auf was klicken muss, damit man Texte zu einem bestimmten Thema sieht. Dass es nach Channels organisiert ist und ich selber wählen kann, mit welchen Themen ich mich auseinandersetzen will. Ja, dann für mich war auch sehr wichtig jetzt eher so körperbezogene Formen von Traumatherapie. Das ist was für mich sehr hilfreich war. Und ich merke auch immer wieder eben der Austausch mit anderen Menschen, die ähnliche Erfahrungen machen, dass mir das echt hilft. Einfach auch, um besser zu verstehen und auch von den Prozessen anderer Menschen und von den Learnings, die andere Menschen machen, auch selbst zu lernen und was für mich mitzunehmen. Wie ist das bei dir, Tena? Also auch dieses, was du erwähnt hast, mit also ein Umfeld haben, in dem man sich wohlfühlt, in dem man sich sicher fühlt, wo man halt auch weiß, okay, man kann sich dann zurücknehmen oder ne, uns wird dann halt nicht nachgehakt oder hinterfragt. Das ist auch was mir sehr hilft. Was auch geholfen hat, war, mich dann halt auch emotional zu öffnen und mich selber, meine Emotionen und auch das, was ich früher als Schwäche bezeichnet hätte, auch mehr zu akzeptieren und auch zu akzeptieren, dass ich Ruhepausen brauche und dass das auch keine Schwächen sind, sondern dass das einfach eine ganz normale Reaktion auf bestimmte Dinge ist. Das Reden mit Leuten hat mir geholfen, auch die Selbstkonfrontation. Also wie gesagt, ich habe ja dann teilweise auch gezielt mich mit Inhalten auseinandergesetzt. Das muss man nicht machen. Also es gibt Leute, die können das nicht und das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber ich bin da wirklich quasi mit dem Kopf durch die Wand und das hat tatsächlich geholfen, weil ich dadurch auch weniger stark dann auf bestimmte Trigger reagiere. Also ich habe mich da quasi ein bisschen abgestumpft. Auch hilft, also was ich mittlerweile auch versuche, ist so Dinge, die ich mir antrainiert habe in der Zeit, in der ich mich verstellt habe, wieder abzutrainieren. Und da habe ich halt auch Leute, die mir dabei helfen. Also ich baue mir quasi gerade so eine Art Kuschelharem auf. Ich kann ja mittlerweile halt viel besser kommunizieren, was okay ist, was nicht. Und ich weiß halt auch viel besser mittlerweile, dass ich das darf und dass das okay ist und dass meine Grenzen genauso respektiert werden müssen und dass die auch okay sind. Und dementsprechend kommuniziere ich das und versuche dann halt auch so nach und nach, eben, wie gesagt, Erlerntes abzutrainieren und meine Grenzen mal richtig und gesund auszuloten, um halt auch etwas mehr Lebensqualität auch wieder zu haben. Und auch zum Beispiel auf diese Art und Weise, weil ich Kuscheln ja auch sehr, also Körperkontakt und Kuscheln ja auch sehr brauche, meine Batterien aufladen zu können, ohne ständig dabei Angst haben zu müssen, wie früher in Beziehungen, dass dann gleich irgendwas hinterherkommt, was mich eventuell dann wieder in ein Muster reinwirft. Also ja. Oder Energie da auch wieder entzieht, oder? Genau, richtig. Ja. Weil ich glaube, das muss ich doch einmal erwähnen. Ich hatte ja vier längere Beziehungen gehabt
Und dazwischen halt auch so ein paar Sachen, die mehr oder weniger aus Selbstverletzung aus passiert sind. Und eine von den Beziehungen, die ich hatte, die dauerte nur ein halbes Jahr. Aber ich habe in dem halben Jahr 15 Kilo abgenommen, weil ich ständig auf der Flucht war quasi, also ständig in Bewegung war, weil ich also eigentlich so wenig Zeit wie möglich mit diesem Menschen verbringen wollte, nicht weil ich ihn nicht mochte, sondern weil der Nähe nur über Sex ausdrücken konnte. Und ich hatte, also in anderen Beziehungen habe ich dann Nähe auch über Kuscheln bekommen, über Knuddeln, Streicheln und so, das, wo ich dann wenigstens ein bisschen Energie tanken konnte, aber bei dem ging das halt gar nicht. Diese Beziehung hat mich so ausgelaugt, dass ich hinterher wirklich fix und fertig war. Und hat mir wahrscheinlich auch noch mal ein paar kleine Mini-Traumata beschert, wahrscheinlich. Also ohne, dass dieser Mensch irgendwie bösartig war oder sonst was. Ne? Also ich, das, da ging, da konnte ich aber einfach noch nicht kommunizieren, was los ist. Und das tut mir dann halt auch heute unheimlich leid. Irgendwann muss ich mich mit dem mal hinsetzen und mal in Ruhe mit dem reden. ja, aber das passiert mir wahrscheinlich heute auch nicht mehr. Also da habe ich, wie gesagt, einfach durch die Menschen, mit denen ich kommunizieren kann und mit denen ich dann auch kuscheln kann, Möglichkeiten, das ganz vorsichtig und safe dann auch auszuloten und Energie zu tanken. Und sie dann auch. Also das, so ist es nicht. Die kriegen ja auch ganz, ganz viel Energie über Kuscheln. Ja. Oh, was ich noch erwähnen wollte, was mir persönlich auch sehr, sehr hilft, ist Kunst. Also ich zeichne, ich schreibe, ich habe vor ein paar Jahren, also kurz bevor ich mein inneres Coming-out hatte, hatte ich einen Roman angefangen, der in einer Fantasy-Welt spielt, die ich da schon länger am Erarbeiten bin. Und tatsächlich geht es in dieser Geschichte halt auch um Aufarbeitung von posttraumatischer Belastungsstörung. Und das ist auch unheimlich hilfreich. Also das Ding ist immer noch nicht fertig, weil ich will das richtig gut machen. Ich möchte da halt, ja, ich möchte mit der Geschichte halt auch ein bisschen so eine Möglichkeit zeigen, wie man aus der Sache wieder rauskommen kann. Und deswegen möchte ich nichts verpatzen. Deswegen dauert das so lange, bis das... Ne? Aber ja, das ist halt auch was, was Kraft gibt und was hilft, das aufzuarbeiten und was im Endeffekt auch mit dazu beigetragen hat, dass ich mein inneres Coming-out hatte, weil ich habe irgendwann gemerkt, dass meine Hauptfigur Ace ist und naja, und dann bin ich in die Recherche gegangen. Also das ist dann auch wieder eine lustige Geschichte. Noir, hast du da noch was anzufügen gerade? Also ein bisschen was habt ihr schon genannt, zum Beispiel Kunst. Kunst ist auch etwas, wenn es mir nicht gut geht, worüber ich das kompensieren kann. Also egal, ob jetzt malen, zeichnen, schreiben, das funktioniert ganz gut. Und das hilft mir dann auch, wenn ich sehe, ich habe die Emotion zum Beispiel in einem Bild umwandeln können. Das ist ziemlich gut. Dann hilft mir reden. Ich habe zwei Menschen, also meine besten Kumpels, sage ich jetzt immer, denen ich wirklich sehr, sehr vertraue und mit denen ich auch Gespräche, die, ich sag mal, ans Limit gehen, führen kann. Also wirklich bis in die Tiefe, wo ich sonst niemanden hinkommen lasse. Und wenn wir uns über so tiefgehende Sachen unterhalten, das hilft mir sehr. Musik. Musik ist sehr, sehr wichtig, ob ich nun selber singe oder eben Musik höre. Ich habe manchmal die für einige Leute echt merkwürdig anmutende Sache, dass ich manchmal ein bestimmtes Lied in mir eine bestimmte Emotion auslöst oder eine bestimmte Idee oder Gedanke verstärkt und ich das in Dauerschleife dann höre. Das hilft mir sehr. Das hilft mir dann zum Beispiel auch sehr, die Emotion festzuhalten und eben in ein Bild oder eine Geschichte bannen zu können. Das hilft mir sehr, dann spazieren gehen, viel, viel laufen und eben auch einfach einzusehen, wenn ich eine Pause brauche ich einfach eine Pause. Und was mir gerade noch einfällt, vielleicht ein Bild, was ich euch gerne mitgeben würde. Ich habe mal eine Zeit lang
bei so einem Kunstseminar mitgemacht. Das wurde geleitet von zwei Kunsttherapeuten. Und die haben in meinen Bildern unter anderem so ein bisschen meine Mobbing-Erlebnisse rauslesen können damals. Und die eine Person hat mir ein Bild geschenkt, die hat gesagt, wenn man so traumatisierende Erfahrungen macht oder so Erfahrungen, die einen einfach wehgetan haben, dann ist das so, als hätte man von jemandem ein Tattoo auf seine Seele gestochen bekommen. Ein Seelentattoo. Das wird man einfach nicht mehr los. Dieses Bild ist einfach da. Man muss mit leben. Es ist halt so, wie wenn dir jemand ein Tattoo gestochen hat, was du nicht wolltest. Und das fand ich sehr gut und daraufhin habe ich auch ein Bild gezeichnet, wie mein Tattoo aussehen könnte. Und das war echt, echt gut. Vielleicht zeige ich euch das mal irgendwann, das Bild. ja. Ja, vielleicht noch mal, um ein bisschen auf die Aspect-Community einzugehen, mögt ihr vielleicht noch ein bisschen was zu sagen? Was denkt ihr, was hilft jetzt gerade eben auch in einem Austausch auf einem Forum oder eben jetzt auf so einem Discord-Server? Was brauchen Menschen mit Traumatisierungen oder die Traumatisierendes erlebt haben? Also was ich hier kennengelernt habe, was mir ganz gut gefällt, noch eine Variante, die ich vielleicht jetzt auch nutze, mir gerade nicht eingefallen ist, ich habe hier von dieser Spoon-Geschichte gehört. Ich kriege das jetzt nicht mehr ganz zusammen, aber dass man eben sagt, man hat nur eine bestimmte Anzahl an Spoons, also an Löffeln, für eine bestimmte Sache, um die halt hinzubekommen und manch einer hat mehr und manch einer hat weniger und dann sind sie eben schneller verbraucht. Und das zum Beispiel fand ich sehr gut, wenn dann eben jemand sagt, okay, meine Energie ist jetzt einfach oder meine Löffel sind jetzt einfach zu Ende, ich kann nicht weitermachen. Und das finde ich zum Beispiel ist etwas, was ich hier mitgenommen habe, was auch echt schön ist, also von Aspect Germ. Ja. Ich lese immer wieder so in Diskussionen, wo es so Situationen gibt, wo ich merke, dass auch ein Unverständnis manchmal da ist, wenn sich jemand aus einer Konversation rausnimmt. Und ich glaube, da ist es effektiv Wissen über Traumatisierung und was das mit Menschen macht und dass es nicht, dass das häufig dann Automatismen sind oder auch, dass Menschen sich schützen wollen mit dem, was sie tun, ist sehr wichtig, um dann auch zu verstehen, warum Menschen Dinge tun und dass das nicht einfach ist, dass sie komplett, komplett irrational handeln, sondern dass es eine Rationalität ist, die auf die eigene Sicherheit ausgerichtet ist. Genau. Aber sonst erlebe ich es wirklich auch, dass in vielen Bereichen eigentlich auf dem Server viel sehr, sehr gut läuft und dass wir da interessante auch Regeln des Austausches gefunden haben. Mir fällt gerade noch was ein, was mir halt auch auffällt, was sehr positiv ist. Auf der einen Seite ist ja diese die Möglichkeit, Inhalte zu spoilern, also quasi zu markieren, sodass man erst drauf, also dass halt vorher eine Content-Note steht, ne, worum es grob geht, und dass man es dann aber erstmal geschwärzt sieht, also sich selbst entscheiden kann, ob man draufklicken möchte oder nicht. Und ich finde es auch gut, dass es als Content-Note bezeichnet wird und nicht als Triggerwarnung. Aber manchmal habe ich so ein bisschen das Gefühl, das ist nur ein subjektives Gefühl, dass das halt trotzdem bei manchen Leuten so ankommt, als wäre das, also dass bei manchen Leuten dadurch irgendwie so eine Vermischung entsteht zwischen Inhaltswarnungen vor Dingen, die einfach nur für manche Leute einfach nur unangenehme Themen sind, aber eben auf einem noch erträglichen Level. Also es ist einfach nur Themen, mit denen man sich gerade einfach nur nicht auseinandersetzen will, weil man gerade keine Lust drauf hat oder weil sie einfach nur so leicht unangenehme Emotionen auslösen. Und den Sachen, die halt wirklich bei Leuten richtige Trigger sind. Also Ich denke, dass manche das nicht unterscheiden können, weil sie selbst ja die Erfahrung nicht gemacht haben, also selbst nicht eben wissen, wie sich ein Trigger anfühlt. Und dann dazu tendieren, dass sie dann Leute, die wirklich Triggerwarnungen brauchen,
nicht ernst nehmen oder halt Leute, die Content Notes wirklich brauchen, nicht ernst nehmen. Also dass die Gefahr halt entstehen könnte. Und vielleicht sind das dann auch manche, die dann zum Beispiel auf dem Server nicht verstehen, warum sich Leute jetzt zurückziehen. Vielleicht kann man das auch noch mal etwas klarer kommunizieren, als es eh schon gemacht wird. Ne? Also das ist jetzt was. Aber das kann auch sein, dass das jetzt nur mein persönlicher subjektiver Eindruck ist. Ich bin auch leider nicht so oft auf dem Server aktiv, weil das einfach zu viele Informationen sind für mich. Ich hatte auch schon ähnliche Eindrücke, so Kommentare oder Diskussionen darüber, was jetzt getriggert werden kann und was nicht. Mhm. Oder auch, wie dann das kommuniziert wird, dass etwas, dass jemand eine Content Note für was um das gebeten hat. Für mich ist eben noch so eine Frage, oder Trigger können so vielfältig sein. Ich merke eben bei mir, ich kann viele Trigger kann ich nicht benennen. Es gibt ein paar Sachen, wo ich weiß, eben wenn es so um Diskriminierung von marginalisierten Gruppen geht, dann merke ich, dass mich das sehr schnell in einen hohen Stresszustand bringt, oder dass mich das effektiv auch stark triggern kann. Und dann Emotionen in mir auslöst, die eigentlich sehr unproportional sind zu dem, worum es in der Situation eigentlich geht. Und ich merke es auch bei mir immer wieder so die Frage, okay, und wie viel oder wo fordere ich jetzt das ein, dass ich davor geschützt werde? Mhm. Wo lese ich zum Beispiel einfach von bestimmten Leuten bestimmte Kommentare nicht? Wo lese ich in dem Kanal mal 2-3 Tage nicht mit? Weil es ist so schwierig, oder? Wir sind über 1000 Leute auf dem Server und da diese verschiedenen Bedürfnisse auch miteinander zusammenzubringen, das ist schon, denke ich, eine Herausforderung. Und ich denke, da müssen wir immer wieder auch einen Umgang dafür finden. Das hängt immer davon ab, wer auf dem Server aktiv ist. Und das ist nicht was, was wir einmal regeln können und dann ist es für immer gegeben, sondern es ist was worüber wir als Community dann auch immer in einem Diskurs sein müssen. Und es betrifft ja uns auch als Podcast, oder also welche Inhaltswarnungen setzen wir und was, ja, wo, was benennen wir, wo gehen wir ins Detail und wo nicht. Und ich denke, da ist es auch oder da wünsche ich mir, dass wir auch eben mit dem Feedback, das dann auf die Folgen kommt, irgendwie so umgehen, dass wir uns da oder dass wir da nach Lösungen suchen, oder? Da diskutieren wir auch viel drüber. Wir haben ja auch am Anfang sehr viel Feedback bekommen und dadurch auch die Hinweise, dass bestimmte Sachen vielleicht doch nochmal nachträglich zu kennzeichnen seien. Und das war auch sehr hilfreich. Also da haben wir auch einen Lernprozess durchgemacht. Mhm. Und eben vielleicht da auch wirklich eine Aufforderung an alle, die diesen Podcast hören. Ihr seid herzlich eingeladen, wenn euch da was auffällt oder wenn ihr merkt, dass ihr mit bestimmten Sachen Mühe habt oder dass wir da noch Dinge verbessern können, schreibt uns gerne und lobt uns auch gerne für das, was wir gut machen. Das nehmen wir auch sehr, sehr gerne entgegen. Mir ist jetzt gerade noch was eingefallen, also zu der Frage, was wir von der Community brauchen. Und zwar gibt es ja sogenannte Goldstandards für Leute auf dem A-Spec, also vor allem für asexuelle Personen. Das hatte ich am Anfang ja mal erwähnt, also dass dann zum Beispiel halt auch gerne so nach außen vermittelt wird, ja, wir eine asexuelle Person hat, das hat nichts mit Trauma zu tun, das hat, ja, also es werden aber auch nach außen zum Beispiel für Interviews gerne Leute genommen, die halt bestimmte Kriterien erfüllen, die halt in Anführungszeichen normschön sind, die
keine Behinderung haben, die keine Traumata haben und, und. Und ich erlebe halt immer wieder, nicht, es wird, glaube ich, langsam besser, aber es passiert immer noch, dass halt Leute, die für Interviews genommen werden, sehr stark betonen, nein, bei mir ist halt nie eine traumatische Situation passiert, ich habe keine Traumata erlebt. Das ist natürlich dann im Einzelfall richtig, aber das erweckt halt sehr stark so den Eindruck, als müsste man sich auf jeden Fall davon abgrenzen, dass das eine und das andere korrelieren können. Und das weckt halt bei Menschen, also bei mir persönlich erweckt das manchmal den Eindruck, als wäre es im Prinzip etwas problematisch, wenn Leute wie ich sich äußern. Und ja, das, also da würde ich mir wünschen, dass quasi nach außen hin mehr kommuniziert wird, dass das natürlich auch vorkommen kann, aber nicht unbedingt miteinander zusammenhängen muss. Also ja, aber da kann man ja community-intern nochmal etwas genauer drüber reden. Und wir müssen uns ja halt auch immer, wenn wir Interviews geben oder jetzt auch hier im Podcast sprechen, immer uns bewusst sein, dass die Leute, die selbst nicht zur Community gehören und die selbst sich nicht dazu zählen, uns immer irgendwie als stellvertretend für die ganze Gruppe lesen werden. Oder viele lesen uns als stellvertretend für die ganze Gruppe. Und weil das einfach ein ganz menschlicher, leider eine ganz menschliche Eigenschaft ist, dass man, ja, dass man dann halt so stereotypisiert. Und ich denke, da müssen wir halt auch dann sehr, sehr klar kommunizieren, ja, das ist jetzt zum Beispiel meine persönliche Erfahrung, aber Getz hat eine andere Erfahrung, Noah hat eine andere Erfahrung und. Und die sind unterschiedliche Menschen mit ganz unterschiedlichen Hintergründen und ja, wie alle anderen auch. Alle gehören zu unserer Community. Genau. Ganz herzlichen Dank, dass du das nochmal reingebracht und betont hast. Finde ich ganz wichtig. Kommen wir jetzt zu unserer Lexikon-Rubrik. Heute haben wir uns das Wort Trigger ausgesucht. Was sind also Trigger? In erster Linie ist Trigger Englisch und meint so viel wie Auslöser. Und im Bereich von Traumata sind Trigger eben Situationen, es können auch einzelne Begriffe sein, ein Geruch, ein Gegenstand oder eben vieles mehr, das eben so eine Art Wiedererleben der traumatisierten Situation auslöst, so eine Art Flashback. Vielleicht, was ich da noch ergänzen möchte, Trigger wird jetzt umgangssprachlich oft genutzt, um diverse Dinge zu bezeichnen, auch vielleicht ein bisschen genervt sein. Und ich merke einfach, dass das bei mir, wenn es so genutzt wird, manchmal das Gefühl auslöst, dass ich nicht ernst genommen werde. Weil da vielleicht ein kurzes Unwohlsein von jemandem verglichen wird damit, dass bei mir eine Panikattacke ausgelöst wird und ich 3 Tage nicht arbeiten kann. Und das sind einfach 2 verschiedene Dinge. Was ich noch ergänzen wollte, ist, wenn ich jetzt zum Beispiel getriggert werde und eine Panikattacke halt anrollt, dann bin ich emotional in der Situation drin und kann meinen Körper nicht mehr steuern. Und das ist halt auch, ne, wie Getz auch gerade sagte, ein Unterschied, ob ich mich einfach nur ein bisschen unwohl fühle, weil ja irgendetwas eine unangenehme Situation, Emotion in mir auslöst. Das ist was ganz anderes, weil da kann ich mich ja draus befreien und ganz einfach, indem ich irgendwas anderes mache. Aber wenn ich getriggert werde, und dann ist es unter Umständen innerhalb von kürzester Zeit zu spät und ich kann nichts mehr machen. Deswegen ist es halt auch wichtig, da vielleicht den Begriff nicht so inflationär zu verwenden, sondern wirklich im psychologischen Sinne, also wie es in der Psychologie gedacht ist. Ja, jetzt haben wir hier
die Literaturecke noch zu besprechen. Und dafür habe ich tatsächlich einen Gast eingeladen, nämlich Lily S. McDeath, die jetzt schon seit einigen Jahren im Self-Publishing Bücher und Gedichtbände veröffentlicht. Und seit wann genau? 2019, gell? Genau, 2019 habe ich angefangen. Ja. Eine Trilogie am Veröffentlichen ist, von der der dritte Band dieses Jahr erscheinen soll. Das ist die Dominic Montoya-Saga. Und ja, das Besondere an dieser Saga ist, dass die Hauptfigur Aro Ace ist und ja, eine Traumageschichte hat. Aber dazu kannst du uns bestimmt ein bisschen mehr erzählen, Lilly. Das will ich mal hoffen. Hallo. Hi. Ja, also meine Hauptfigur, Dominic Montoya, der lebt ein ganz normales Hetero-Leben für den größten Teil seines Lebens und irgendwann fliegt ihm das Ganze um die Ohren. Er hat aber immer noch nicht wirklich eine Idee, was da eigentlich das Problem ist. Und es bedarf dann seines ältesten Sohns, der aufgrund Studienbeginn, also in eine neue Szene irgendwo reingerutscht ist und mit Dingen in Kontakt gekommen ist, die er zwar früher oder sein ganzes Leben lang erlebt hat, aber nie einen Namen dafür gehabt hat, wie keiner in seiner Familie. Und bei einer Art Roadtrip kommt dann eben das Thema Asexualität, Aromantik, Berührungsaversion, wird das erste Mal angesprochen und Dominik kommt da zum ersten Mal mit in Berührung. Und ja, das ist der Beginn seiner Reise. Jetzt habe ich ganz vergessen, dass wir noch gar nicht erwähnt haben, wie die Bücher eigentlich heißen. Stimmt. Also der erste Band, von dem ich gerade ein bisschen erzählt habe, der heißt Der Preis von Normal. Und der zweite Band, der dann ein Rückblick ist, das ist Der Sinn des Lebens. Und der dritte Band, der in Arbeit ist und hoffentlich im nächsten Monat oder so veröffentlicht werden wird, das heißt, wird heißen Und morgen ist ein neuer Tag. Das heißt, das klingt nach einem Zukunftsausblick. Genau, der dritte Band wird dann nach Band 1 ansetzen, allerdings mit einem Sprung von 8 Jahren. Wow. Und der zweite Band ist ja ein Rückblick, hast du gesagt. Genau. Also ein Rückblick wohin? Da geht es relativ weit nach hinten in die Kindheit. Im ersten Band, also dieser Zusammenbruch wird ausgelöst durch eine Art Vergewaltigungsversuch in der Ehe. Und der Sprung nach hinten ist deswegen wichtig, weil Dominik während des Gesprächs mit seinem Sohn Flashbacks hat, aber nicht so wirklich was damit anfangen kann. Also irgendwas ist ihm in seiner Kindheit passiert. Und das wird also aufgespult im zweiten Band, wo dann eben rauskommt, dass er von seinen Eltern, insbesondere seinem Vater, in eine Konversionstherapie geschickt wurde. Und da einiges sehr leidvolle Erfahrungen machen musste. Genau, also wir haben eine massive Traumageschichte verwoben mit der asexuellen und aromantischen Identität der Hauptfigur und die muss halt lernen, das aufzuarbeiten. Deswegen passt ja, wie gesagt, die Reihe sehr, sehr gut für die heutige Literaturecke. Deine Bücher haben aber noch eine Besonderheit. Da ist ja nicht nur die eigentliche Geschichte drin, sondern hinten sind noch Statements eingefügt von realen Personen, passend zu dem jeweiligen Hauptthema des Bandes. Wie ist es eigentlich zu diesen Statements gekommen? Ja, das hatte was damit zu tun, dass ich einige meiner Testleser mit Asexualität, aromantischem Spektrum, was auch immer, überhaupt nichts anfangen konnten. Und dann eben gesagt haben, ja, ist das jetzt genauso, wie du das da geschrieben hast?
für alle. Und so, nee, nicht wirklich. Und dann sagt er, dann erklär doch mal. Ja, ich kann es jetzt nur für mich erklären. Oder für die Leute, die ich kenne. Ja, aber das macht dann so keinen Sinn. Ja, okay, ich denke mal drüber nach. Aber ich möchte jetzt kein irgendwie Wörterbuch oder Lexikon-Eintrag hinten anfügen. Und so kam ich dann auf den Gedanken, erstmal aufzuschreiben, wie sieht das denn für mich aus? Ich dachte, okay, jetzt hast du eins, aber das ist jetzt eins von vielen. Und dann habe ich mal so in meinem Bekanntenkreis gefragt, wäre jemand bereit? Und auf die Art und Weise sind dann die Statements für Band 1 entstanden. Und ich finde, sie geben einen schönen Eindruck darüber, wie breit gefächert doch das asexuelle Spektrum sein kann. Und das war dann auch was, wo ich häufig positive Kritik für bekommen habe. Also wenn Leute es gelesen haben, gesagt, also das fand ich eine ganz tolle Sache, dass ich da halt ein bisschen mehr erfahren habe. Das hat es lebendig gemacht, für mich greifbar. Und auf die Art und Weise sind dann die Statements für Band 2 und 3 auch quasi geboren worden. Und gedacht, okay, also warum nicht? Warum geben wir nicht irgendwie Menschen, die ein Trauma erfahren haben, sofern sie bereit sind, darüber zu sprechen, eine Plattform? Und das also fand ich eine ganz, ganz faszinierende Zeit. Also ich habe halt viel mit den Leuten, also es war zum einen schwierig, Leute zu finden, die bereit waren zu erzählen und in dieser ja doch teilweise sehr düsteren Vergangenheit nochmal rumzustochern. Dann war das häufig mit Anonymität verbunden, also dann eben wirklich am liebsten nur schreiben, bloß nicht irgendwie sprechen oder treffen. Aber also es war für mich wirklich eine absolut faszinierende Erfahrung. Und das Gleiche habe ich dann jetzt eben auch bei Band 3 gemacht, weil mir war es irgendwo wichtig, das Ganze auf so einer positiven Note ausklingen zu lassen. Eben zu gucken, ist es möglich, mit so einem schlimmen Trauma-Hintergrund doch ein Leben zu führen, ja, das eben nicht nur Trauma überschattet ist, sondern auch so ein Hauch von was Gutem, schöne Zukunftserwartung also hat. Und das fand ich also im Nachhinein oder im Augenblick noch schwieriger, da dann eben Menschen zu finden, die von denen ich gedacht habe, oh, das ist die perfekte Person, um da was zu erzählen, aber die das selbst dann gar nicht so gesehen haben. Gesagt, also nee, also das Trauma ist alles und das, was du da siehst, also das bildest du dir ein und das ist gar nicht so. Das hat mich teilweise sehr betroffen gemacht. Ja, die Statements für den dritten Band, die werden ja noch gesammelt. Genau, ich weiß. Also da muss ich bei dir auch ganz herzlich Danke sagen, denn du hast so oder bist dabei, einen großen Beitrag zu leisten. Da kommen bestimmt auch ein paar. Also da bin ich sehr, sehr zuversichtlich. Wo kann man denn deine Bücher finden? Oh, das böse A. Das böse A auf Amazon. Die kann man also... Aber nicht nur da, also theoretisch kann man sie auch über jede andere Plattform und eigentlich auch im Buchhandel bekommen. Das heißt, Aufruf an alle, die sich für eine sehr komplexe Geschichte interessieren mit einer ROAs-Hauptfigur und sehr interessante Dialoge. kann ich sagen, ich habe alle drei Bände gelesen bis jetzt und den dritten halt als Testleserin. Der möge sich in die Buchhandlung des Vertrauens begeben und das Buch ordern, vielleicht auch mal gerade so noch zwei, drei extra Exemplare, damit die Leute sehen, dass das interessant ist. Vielleicht lassen sie es dann auch irgendwie mal da liegen. Oder für die Bücherei. Bestellt in die Bibliothek, in die Stadtbibliothek ein Exemplar und fragt mal nach. Vielleicht landet es dann dort. Ich würde mich freuen. Gut, dann Lilly, ich danke dir für das Interview. Ich danke, dass ich dabei sein durfte und die Chance hatte, die kleine Reihe vorzustellen. Hier ist noch einmal das Teller mit einem kleinen Nachtrag. Als wir die Literaturecke aufgenommen haben, war der dritte Band der Dominik Montoya-Reihe ja noch nicht erschienen, weil auch noch einige Statements ausstanden. Die sind in der Zwischenzeit zusammengekommen und seit dem 19. März ist der dritte Band mit dem Titel Und morgen ist ein neuer Tag
auf Amazon und anderen Plattformen erhältlich und kann bestellt werden. Und ich wollte mich hier noch bei den Leuten bedanken, die noch Statements beigesteuert haben. Ja, und würde euch, wie gesagt, sehr empfehlen, die Reihe zu lesen. Und ich denke, jetzt sind wir an dem Punkt angelangt, wo wir vielleicht noch mal eine kurze Reflexion über die Folge machen können. Also die Frage an euch und auch an mich natürlich, was nehmen wir aus der Folge mit? Ich habe das dringende Bedürfnis, mich zu bedanken bei euch beiden, dass ihr die Folge halt moderiert habt und auch dass ihr da auch jetzt sehr offen geredet habt, weil es ist nicht einfach, darüber zu reden, und das hat mindestens ein Dankeschön verdient. Was nehme ich mit aus der Folge? Gute Frage. Ich glaube, da muss ich noch ein bisschen drüber nachdenken. Ich glaube, ich würde mich gern deinem Dank auch anschließen und ihn auch an dich richten. Danke an all die, die jetzt zugehört haben und sich und das mit ausgehalten haben, das zuzuhören. Ich fand, das Gespräch war für mich sehr intensiv, aber auch sehr, ich habe mich sehr sicher und wohl gefühlt, mit euch drüber zu sprechen. Und so vielleicht, was nehme ich mit, oder ich glaube, etwas, was mich immer wieder beeindruckt, ist so an wie viel von dem, dass ich so selber biografisch stark anknüpfen kann. Ja, das ist irgendwie so ein Gefühl von gesehen werden, was gut tut. Ja. Also ich muss mich auch erstmal bedanken. Das war ein wirklich sehr interessantes und ergreifendes Gespräch. Es hat mir wirklich sehr viel, ja, ich weiß nicht, ob Freude das richtige Wort ist, aber im Endeffekt, ja, es hat mir irgendwie Freude bereitet, darüber zu reden mit euch, auch wenn es, vielleicht hört man es an manchen Punkten, schwer war. Doch, das war echt ein gutes Gespräch, und das nehme ich mir einfach auch mit, diese Erfahrung, dieses Gespräch mit euch zu haben und das auch mit allen, die zuhören, teilen zu können. Ich denke, es ist eine Form von Selbstermächtigung, darüber zu reden. Es verleiht einem wieder Macht über die eigene Geschichte. Es bleibt nicht wortlos und sprachlos. Ja, ich denke, kommen wir ruhig zum Schluss. Deswegen, würde ich gerne noch mal kurz darauf eingehen, wer jetzt hier beteiligt war. Also vorbereitet haben die Folge auch wir drei, also das Tanner, Getz und ich. Den Schnitt Getz wirst du übernehmen. Ich würde gerne nochmal darauf eingehen, was unsere Kontaktmöglichkeiten sind. Die findet ihr wie immer in den Shownotes. Also ihr könnt uns per Twitter, Facebook auch per Mail erreichen. Und zwar ist unsere Mailadresse inspektren@gmx.net. Wie gesagt, findet ihr alles unten. Instagram haben wir auch einen Account. Schaut da gerne rein. Da werden auch immer die schönen Folgenbildchen mit hochgeladen, falls ihr einen Podcast-Catcher benutzt, wo ihr die nicht sehen könnt. Und natürlich findet ihr uns auch auf Aspect German. Da haben wir einen eigenen Channel, wo ihr auch gerne reinschreiben dürft. Wir freuen uns immer über das Feedback von euch. Und ja, ich denke, damit sind wir wirklich am Ende angekommen und würde mich dann gerne von euch verabschieden. Vielen Dank. Habt nicht Sorg. Und bis zum nächsten Mal.